Yes, 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 immer wieder anders, immer wieder neu, meine Damen und Herren. Immer wieder anders, immer neu, meine Damen und Herren. Immer wieder anders, immer wieder neu, meine Damen und Herren. Always new, always different. Auf jeden Fall. Hier geht's ab. Yeah. Ich weiß nicht, wie das macht. Weißt du das? Er gibt viel, viel Power. Nana, zeig's den Leuten. Ich bin Claudio Rosentino und ich bin Gründer und Inhaber von Please Don't Tell. Mein Name ist Enrico Kresse und ich bin der Store Manager von Please Don't Tell. Please Don't Tell ist ein bisschen Swag und ein bisschen Glam, was wir aufgegriffen haben aus verschiedenen Kappen, die wir irgendwann im Urlaub gekauft haben. Mein Name ist Liz Buffo, ich bin Schauspielerin, einige werden mich von der Lindenstraße kennen und wir sind hier auf der Cologne Fashion Days, hier im Mercedes-Benz. Alexander Leon Diaz, ich bin Unternehmer, aber vor allen Dingen seit über 20 Jahren in der Textil-Fashion-Branche tätig. Alexander und ich haben ein Label gegründet, das heißt Atinka Ashensu. Ich bin gebürtig aus Ghana, bin aber in Deutschland geboren und Atinka Ashensu heißt Symbole der Gefühle. T-Shirt-Kollektion ist jetzt der Start, aber wir haben sehr vieles vor. Mein Name ist Mauricio Pieper und seit dem Tag, an dem ich eine klassische Uhr geschenkt bekommen habe, liebe ich klassische Uhren. Für Menschen, die ihre Uhr lieben, bedeuten Uhren Klassik, Style, Tradition. Jetzt, wo die Smartwatches immer erfolgreicher werden und selbst Apple in den Uhrenmarkt eintritt, müssen sich Menschen entscheiden zwischen der Klassik einer Schweizer Uhr und den Funktionen einer Smartwatch. Ich habe vor 2 Jahren damit angefangen, die Funktion einer Smartwatch in die klassische Uhr zu bringen. Und unser Produkt nennt sich das Watch E-Strap. Das es erlaubt, Menschen, die ihre Uhr lieben, ihre klassische Uhr zu behalten und trotzdem von den besten Funktionen einer Smartwatch zu profitieren. Ich weiß, es ist einfach aufzugeben, den Kopf in den Sand zu stecken, auf der Stelle zu treten. Aber ich weiß, du sehnst sie nach mehr. Also, steh auf! Hallo mein Freund, Flavio Simonetti hier. Vielleicht kennst du mich von YouTube. Ich bin einer der ersten Fitness-YouTuber in Deutschland oder von Facebook mit über 500.000 Leuten, die mir folgen. Oder vielleicht hast du ein Video gesehen, wo ich mit Wladimir Klitschko trainiert habe. Ja, die besten Grüße darf ich ausrichten von Jörg, Birkel und Patricia. Sie sind unterwegs in Südafrika und haben sich das mehr als nur verdient. Ein Jahr Power, Power, Power ist nicht nur unser Motto, sondern auch das Motto von Roche Sport. Ja, wie ihr mitbekommen habt, ich war ja da, wurde eingeladen nach meinem fantastischen Jahr 2015 mit dem Triathlon, mit dem Marathon, mit dem Strongman und jetzt zum Schluss sogar mit dem RTL-Sprintmarathon habe ich bei Roche Sports nochmal ein perfektes Training bekommen, wie man eigentlich richtig schwimmen lernt. Ich möchte hier verkünden, Lifestyler Bootcamp, das erste Bootcamp auf Mallorca vom 5.6. bis zum 13.6. könnt ihr mit dabei sein. Es ist zum einen Teil Sport, zum anderen Teil Networking und zum anderen Teil werden wir dann natürlich auch ausgehen und Party machen.